In diesem Video geht es um eine Zeitperiode, die mir persönlich besonders wichtig ist. Und zwar die 80er Jahre. Jetzt brauche ich nur noch eine Intro-Musik, die da thematisch gut dazu passt. Hallo, hier ist Movie Seeker. Wie bereits erwähnt, geht es um die 80er Jahre heute. Und das ist für mich eine sehr interessante Zeit, denn sie war wirklich in mehrer Hinsicht die prägende Zeit für meine Kindheit und meine Jugend. Ich war 1980 8 Jahre alt, 1990 18 Jahre, also die ganze Teenager- und Jugendzeit fällt da rein. Und deswegen gab es viele Dinge, die mich in 18 geprägt haben und ein bisschen auch mich zu dem gemacht haben, was ich heute bin. Natürlich, und wenn man mal hinter mich guckt, ist es ganz offensichtlich, es gab damals viele Serien und Filme, die mich geprägt haben. Über Filme aus den 80ern könnte man endlos reden und vielleicht tue ich das auch nochmal an anderer Stelle, aber heute soll es um Serien der 80er gehen. Und da es sehr viele interessante, prägende und teilweise sogar stilbildende Serien gab in den 80ern, ist es völlig unmöglich, das in der Kürze der Zeit alles in einem Video abzufrühstücken. Deswegen habe ich mich heute mal auf 3 ganz spezielle Sachen, die mir sehr nahe sind, konzentriert. Aber das ist natürlich noch nicht das Ende von all dem. Falls euch dieses Video gefällt, wäre es nett, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, ob ihr von 80er Serien oder Filmen im Rahmen dieser kurzen Reihe noch mehr sehen wollt. Ich würde mich freuen über Wünsche und Anregungen zu dem Thema. Aber jetzt geht es erstmal los und ich möchte mit anfangen mit einer Serie, die, in den 80ern eigentlich ganz wichtig war. Und sie hat, eine amerikanische Serie, die in den 80ern gelaufen ist in Deutschland. Wir hatten ja nur 3 Programme und sie lief im ZDF jeden Montag um 17.50 Uhr. Und wer in den 80ern geboren ist, der weiß jetzt schon, um welche Serie es geht. Und natürlich ist auch das Vorschaubild ein kleiner Hinweis darauf. Diese Serie hat mein Bild von Amerika zu einem sehr frühen Zeitpunkt schon geprägt. Wenn ich mich nicht irre, lief sie auch ab 1983 in Deutschland und ich habe sie jeden Tag geguckt und ich rede natürlich von Ein Colt für alle Fälle. Diese Serie hieß im Englischen The Fall Guy und in der Hauptrolle spielte Lee Majors und sie vermittelte dem deutschen Kind ein erstes Bild von Amerika, von Hollywood und dem Beruf des Stuntmans. Es geht hier um den Stuntman Colt Sievers, der halt beim Film arbeitet, dabei nicht so fürchterlich viel Geld verdient und sich deswegen sozusagen nebenberuflich noch als Kopfwehrjäger verdingt, der halt die Aufgabe hat, flüchtige, straffällig gewordene wieder zurück in die Arme der Gerechtigkeit zu führen. Begleitet wird er dabei von seiner Helferin Jody und seinem Neffen Howie. Und der gute Howie ist definitiv ein Sympathieträger in der Serie, während Colt Sievers, die Hauptperson, so ein bisschen macho-mäßig rüberkommt, aber durchaus auch mal durch ein Augenheben ironisch aufgebrochen wird. Und die Tatsache, dass er immer so ein bisschen vom Pech verfolgt und nie so richtig auf einen grünen Zweig kommt, sorgt auch dafür, dass diese Serie ein bisschen Humor in sich trägt. Ein sehr sympathischer Charakter, der nicht so den Machismo verkörpert, ist tatsächlich, wie gesagt, sein Neffe Howie. Ein Running Gag innerhalb der Serie ist, dass Howie in den vergangenen Jahren immer wieder an verschiedenen Colleges immer kurz studiert hat, von einem College aufs andere gezogen ist und tatsächlich in vielen der Episoden immer genau das Fachwissen mitbringt, was man für die entsprechende Situation gerade braucht. Und das wird dann halt damit begründet, dass er im College XY halt studiert hat. Und ich habe mal eine Rezension gelesen in einem Buch, das sich mit 80er-Serien beschäftigt hat. Da war es tatsächlich so, dass eine Landkarte der USA abgedruckt war, wo dann einfach mal markiert wurde, an welchen Colleges Howie überall gewesen ist. Und sagen wir es mal so, der Junge ist ziemlich viel rumgekommen. Die Serie hat also so die typischen, sagen wir mal, 80er-Jahre-Erzählstrukturen. Sie läuft eigentlich immer nach derselben Struktur ab. Am Anfang macht Colt Sievers einen besonders gefährlichen Stunt für einen Film. Dann beginnt meistens eine Storyline, wo er den Auftrag bekommt, einen flüchtigen Sträfling einzufangen oder etwas in der Art. Und
Es macht eine Trigger-Episode in der Episode und gegen Ende der Folge ist es immer so, dass er zufällig immer genau den Stunt braucht, um aus einer misslichen Lage zu kommen, den er am Anfang am Filmset eingeübt hat. Tja, diese Zufälle gab es häufiger in 80er-Jahre-Serien und es trägt auch aus heutiger Sicht, die natürlich auch mal sehr von Nostalgie gefärbt ist, zum Charme der Serie bei, dass das halt immer wieder so gefahren wird. Natürlich wird es ein bisschen repetitiv und wenn man jetzt böswillig ist, kann man der Serie Ideenarmut, mangelnde Originalität unterstellen, aber man muss auch überlegen, dass es eine andere Zeit ist und dass man, wenn man das als Kind guckt, natürlich auch nicht viele Vergleichsmöglichkeiten hat und ja im Gegensatz zu heutigen Streaming-Gewohnheiten zwischen den Folgen auch immer mindestens eine Woche lag und naja, da ist es dann so, dass narrative Schwächen vielleicht nicht so auffallen. Der Grund, warum ich die Serie hochhalte, ist, dass sie mich als Kind halt schon sehr geprägt hat. Ich war nie ein Autofan. Ich habe mich eigentlich mehr immer mit Büchern, Geschichten und solchen Sachen beschäftigt. Aber Colt Sievers Jeep, den wollte ich haben. Den fand ich toll. Und da war ich nicht alleine, denn alle Kinder, vor allem die Jungs, aber durchaus auch viele der Mädchen, die damals auf meine Schule gingen, haben diese Serie geschaut und sie war halt Gesprächsthema und das war sowieso ein interessanter Faktor in den 80ern, weil man nur 3 Programme hatte und es ja kein Internet oder Handys oder irgendwas Vergleichbares gab, guckte halt jeder zwangsläufig dieselben Sachen und man konnte sich hervorragend darüber unterhalten. Nicht so wie heute, wo man sagt, oh, hast du eigentlich schon das und das gestreamt? Damals war es halt so, es gab 3 Programme und die Wahrscheinlichkeit, dass viele Leute dasselbe gesehen haben, war extrem hoch. Diese Serie war also prägend. Ich mag sie immer noch auf nostalgische Weise sehr gerne, obwohl ich natürlich jetzt Schwächen der Serie mehr sehe als heute. Und man kann natürlich auch, wie in vielen 80er-Serien, auch die Rolle der Frau thematisieren, die natürlich damals noch nicht ganz so progressiv inszeniert war. Jody, die Partnerin von Colt, die ihm auch bei seinen Aufträgen hilft, ist durch den Vorspann der Serie in Erinnerung geblieben. Da möchte ich jetzt nicht zu viel sagen. Ja, ob das jetzt so progressiv ist, das sei mal dahingestellt. Die Rolle der Frau hat sich zum Glück seit Anfang der 80er, gerade auch in Film und TV, sehr weiterentwickelt und man kann dafür sehr dankbar sein und sollte es aber trotzdem der Serie, die natürlich auch Produkt ihrer Zeit ist, denke ich, nachsehen, dass es halt so ist, wie es ist. Also insgesamt eine sehr spaßige Serie. Auf DVD sind leider nur 2 von insgesamt 5 existierenden Staffeln erschienen. Wahrscheinlich hat sich in Deutschland dann nicht so wirklich die Möglichkeit gefunden, mehr zu produzieren, weil vielleicht auch die Leute es nicht so wirklich gekauft haben, weil es natürlich auch im Fernsehen immer mal wieder wiederholt wird. Trotzdem macht die Serie Spaß auf einer nostalgischen Schiene. Wer jetzt allerdings kein Kind der 80er ist und sie heute sieht, der kann es vielleicht nicht mehr so ganz nachvollziehen, warum uns das damals so gefallen hat und warum es uns auch in unserem Amerika-Bild so geprägt hat. Ich komme zu einer weiteren Serie und ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und sage, dass diese Serie ebenfalls keine Unbekannte ist. Sie ist eigentlich sogar sehr bekannt. Auch viele Leute, die nicht in den 80ern geboren bzw. aufgewachsen sind, kennen sie. Und ich rede natürlich von Captain Future. Captain Future ist technisch gesehen eine Anime-Serie. Bevor Anime in Deutschland bei vielen Fans Fuß gefasst hatte, was in heutiger Zeit der Fall ist, gab es tatsächlich eine geschüttelt Handvoll Fernsehserien, die in den 80ern produziert wurden und die halt von in Japan animiert wurden, in Deutschland neu synchronisiert, vertont, teilweise auch mit neuem Soundtrack versehen. Dazu komme ich gleich nochmal, gerade bei dieser Serie. Und dann halt gezeigt wurden. Captain Future war eine dieser Serien. Produziert wurde sie zwar in den 70ern hauptsächlich, aber gelaufen ist sie in Deutschland für mich als Kind, besonders in den 80ern. Deswegen stelle ich sie tatsächlich als 80er-Jahre-Serie vor. Denn dort habe ich sie gesehen und das gibt für mich in diesem Video den Ausschlag, sie hier mit reinzunehmen. Was wir hier haben, ist die ältere DVD-Box von 2002. Die ist tatsächlich inzwischen vergriffen. Da gibt es 2 Teile davon. Der andere steht hier oben. Die 39 Folgen der Serie waren tatsächlich auf 2 Boxen aufgeteilt, sind heute nicht mehr zu kriegen, habe ich mir damals gekauft. Was man bemerken muss, ist, dass die einzelnen Captain Future Folgen, das war leider bei vielen dieser animierten Serien damals der Fall, stark gekürzt worden sind, weil die japanische Fassung, die Urfassung, tatsächlich Handlungsstränge und Szenen enthält, die sagen wir, für die kleineren Kinder nicht so geeignet waren. Und da das Ganze ja nun in Deutschland im Kinderprogramm laufen sollte, hat das ZDF sich dabei gesetzt und tatsächlich die Folgen gekürzt. Teilweise ist das nicht immer ganz kontinuierlich und der Kontinuität angepasst passiert. Es gibt deswegen narrative Lücken in den Folgen, es gibt holprige Übergänge.
Erklärung, die von einem Erzähler, der großartige Helmut Krauss, der hier den im Deutschen den Erzähler macht, eingeführt werden mussten, damit man wieder die Handlung nachverfolgen konnte. Es passierte also sehr oft, dass Informationen fehlten, aber wenn ich ganz ehrlich bin, das ist mir auch erst aufgefallen, als ich älter geworden bin. Denn Captain Future ist eine Serie, die mich sehr beeinflusst hat, die meine Liebe zu Science Fiction einen großen Teil mitgeweckt hat. Und diese narrativen Lücken fallen einem nicht so auf, wenn man halt jung ist und zwischen jeder Folge mindestens eine Woche ist. Es geht halt um den jungen Captain Future. Sein eigentlicher Name ist Curtis und er ist halt der Retter der Galaxis und zusammen mit seinen Helfershelfern, dem Roboter Greg, dem Androiden Otto und dem lebenden Gehirn Simon Wright, der ehemalige Mentor von Captain Future, und der Agentin Joan Lander bereist er halt die Galaxie, um die Erde und die Hilflosen vor dem Bösen zu bewahren. Und das ist natürlich ganz klassisch und wir haben interessante, imaginative Plots, die Galaxis ausbauen. Wie gesagt, den großartigen Erzähler Helmut Krauss, aber auch andere zu dem Zeitpunkt sehr profilierte Synchronsprecher, die in den 80ern gearbeitet haben, die halt den Captain sprechen. Wir haben zum Beispiel Wolfgang Völz, nicht nur ein großer Volksschauspieler, sondern auch ein sehr vielbeschäftigter Synchronsprecher als Otto. Und wir haben Frank Laubrecht, der ja auch ein sehr bekannter Sprecher ist, als den Roboter Greg. Die Hassliebe der beiden und ihre kleinen Streits in den Episoden sind immer wieder Anlass zum Schmunzeln, sowohl damals als auch heute. Man könnte jetzt ja sehr Vorwürfe werfen, dass der Captain ein bisschen blass bleibt im Gegensatz zu seinen interessanten Kompagnons. Auch Simon Wright war für mich eine großartige Mentorfigur, der halt die Stimme der Weisheit war und als lebendes Gehirn so diesen exotischen Anstrich hatte und halt auch oftmals für Exposition zuständig ist, das aber so charmant macht, dass man sowohl als Kind als auch als Erwachsener sich das gern gefallen lässt. Und ja, wie gesagt, der Captain ist ein bisschen blass vielleicht im Gegensatz zu den interessanten anderen Charakteren. Aber er hat halt diesen Gentleman-Paladin-Ton, der mir sehr gut gefallen hat, was man allerdings vorwerfen kann, und das ist natürlich auch ein bisschen dem Geist der Zeit geschuldet, dass der gute Captain Future Frauen ein bisschen von oben herab behandelt. Allen voran die gute, tapfere Joan, die gern auch mal sich mit einem gehauchten Captain, ich habe Angst, an unseren Protagonisten wendet. Und natürlich Captain Future, der der Dame dann auch gern mal verbietet, auf gefährliche Missionen mitzukommen, weil das ist ja Männersache. Also man muss auch hier so ein bisschen der Serie nachsehen, dass sie ein Frauenbild transportiert, das aus heutiger Sicht, ich sage es mal so, nicht mehr ganz aktuell ist. Und es ist auch gut so, dass es nicht mehr aktuell ist. Dieser Serie kann man das natürlich vorwerfen, man muss sie aber natürlich wie seinerzeit Colt Sievers auch im Spiegel ihrer Zeit sehen. Und das führt dazu, dass ich der Meinung bin, dass die Serie trotzdem hervorragend funktioniert. Und das liegt natürlich an den interessanten Geschichten, an den fantasievollen Gestaltungen, auch wenn es natürlich hier Limited Animation ist und es nicht so relativ günstig produziert wurde, macht es trotzdem großen Spaß, sich die Geschichten und Episoden anzuschauen. Gerade wenn man als älterer Mensch nochmal wieder reinschaut, wird es sehr offensichtlich, dass hier ziemlich interessante Science-Fiction-Ideen und Plots verwendet werden, die auch durchaus Spaß machen. Was auch ganz großartig ist bei der Serie, das habe ich noch gar nicht erwähnt, ist der großartige Musikscore von Christian Bruhn. Christian Bruhn war ja sowas wie der Musikpate der 80er. Er hat alle möglichen Serien vertont mit teilweise wirklich großartigen Soundtracks. Wenn ich noch mehr von diesen Serien vorstellen sollte, dann werde ich garantiert seinen Namen das ein oder andere Mal nochmal wieder erwähnen. Bei Captain Future hat er ein Meisterstück abgegeben. Das Soundtrack ist unglaublich und jedes Kind der 80er kennt ihn. Und ich sage mal, manche danach, die die Serie gesehen haben, werden den Soundtrack bestimmt auch noch im Ohr haben. Ich würde jetzt wahnsinnig gerne ein Stück aus dem Soundtrack einspielen, fürchte mich aber vor entsprechenden Copyright-Strikes und werde das deswegen nicht tun können. Trotzdem möchte ich den Soundtrack wirklich wärmstens empfehlen. Natürlich die Serie auch, also auch wenn man schon etwas älter ist. Kurz hinweisen möchte ich auch auf eine Future-Version, die ich mein eigen nenne und über die ich sehr glücklich bin. Ich stehe dazu einmal auf, greife auf die Oberseite meines Regals, zerre mir hoffentlich keinen Muskel und setze mich wieder hin. Das hier ist die Limited Edition Captain Future Sammelbox. Die steht immer oben auf meinem Regal und blickt exklusiv auf meine Aktivitäten hier herunter. Das ist eine Box, die in mehrer Hinsicht besonders ist. Nicht nur, weil sie besonders teuer war, das war sie leider, aber sie ist halt sehr schön gestaltet auf der mit Gold und Schwarz. Auf
Der Rückseite ist das wunderschön designte Raumschiff Komet zu sehen als Riss. Und wenn man diese Box aufklappt, was ich an dieser Stelle einmal tun möchte, nehme ich das mal kurz hier hin, haben wir hier einen Inhalt, der sehr spannend ist. Denn wir haben, abgesehen von der normalen Serie und ein paar Postkarten, was die wahrscheinlich niemand jemals verschicken wird, der ein ernsthafter Sammler ist, und interessanter und auch nutzloserweise einen Notizblock, den wahrscheinlich kein Sammler jemals beschreiben wird. Und natürlich auch hier sehen wir die Originalfolge. Das sind die TV-Episoden, wie sie in Deutschland gelaufen sind, in der geschnittenen Form, die ich ja bereits schon erwähnt habe. Und hier ist etwas, was leider anderweitig nicht zu kriegen war, und zwar ist das hier die ungeschnittene japanische Originalfassung. Das muss man sich jetzt nur vorstellen, dass die Folgen halt vollständig sind. Also alles, was damals im deutschen Fernsehen rausgeschnitten wurde, ist hier vorhanden. Ist natürlich nicht der von Christian Bruhn, sondern der japanische Originalsoundtrack, die japanische Originalmusik, an die man sich, wenn man mit dem Christian Bruhn Soundtrack aufgewachsen ist, extrem gewöhnen muss. Natürlich ist die Sprache auf Japanisch, aber es gibt deutsche Untertitel, sodass man der Sache auch tatsächlich folgen kann. Und es ist sehr spannend, wenn man die alten geschnittenen Folgen kennt, hier einmal reinzuschauen und zu schauen, welche Handlungselemente tatsächlich fehlen. Und man erfährt sehr viel mehr über die Hintergrundgeschichte des Captains. Und auch jede Story hat sehr viel mehr Details, teilweise auch reifere und düstere Versionen der Geschichte, die halt angereichert sind mit neuen Hintergründen und neuen Szenen. Wenn man den Nostalgiefaktor hat, so wie das bei mir der Fall ist, ist es schwierig, sich an die neue Tonspur zu gewöhnen. Aber es ist natürlich trotzdem eine wundervolle Ergänzung, die dazu führt, dass man die Episode nochmal in einem völlig neuen Licht sieht. Also auch durchaus empfehlenswert, wenn man sie tatsächlich in den Griff, wenn man es tatsächlich in die Finger bekommt. Ich persönlich bin sehr froh, dass ich diese Box besitze und so die Möglichkeit habe, meinen alten Kindheitsfavoriten auch nochmal in neuem Licht zu betrachten. Gut, ich komme jetzt gleich zum nächsten Punkt. Wieder oben und ich komme zu meiner letzten Vorstellung für dieses Video über Serien aus den 80er Jahren, die mich geprägt haben. Und seien wir mal ehrlich, Captain Future und Colt Seavers, das sind Sachen, die kennen viele Leute. Und obwohl wir natürlich nur drei Programme haben, viel dasselbe gesehen haben, gibt es nur eine Serie, die mir sehr am Herzen liegt und die ich heute vorstellen möchte, die mich auch sehr geprägt hat, aber die nicht so erfolgreich ist und die auch nicht viele Leute kennen. Anna und der König von Siam. Die lief damals Samstagnachmittags, ich meine immer von 16:35 bis 17 Uhr. Wieso weiß ich das noch? Erstaunlich. Und das ist tatsächlich eine sehr interessante Sache, denn ich habe im Vorfeld für dieses Video ein bisschen recherchiert, um rauszukriegen, wie ist diese Serie eigentlich so besprochen, wie ist sie so gelitten. Und ich muss dazu ein bisschen ausholen. Es gab in den 60er Jahren das Musical The King and I. Das war auch mit Yul Brynner, genau wie in dieser Serie. Er spielt den König von Siam, angelehnt an die historische Person des Königs Mongkut, der halt im Siam des ausgehenden viktorianischen Zeitalters, also wir reden von 1862, eine amerikanische Lehrerin, ich glaube in Wirklichkeit historisch gesehen war es eine britische Lehrerin, an seinen Hof holt, um dort die Kinder zu unterrichten. Diese Lehrerin, Anna Leon Owens, hat seinerzeit ein Buch darüber geschrieben, in dem sie, sagen wir so, ihre Zeit im Palast des Königs ein bisschen romantisiert hat, ihre Beziehung mit dem König als wesentlich inniger und gleichberechtigter beschreibt, als sie historisch gesehen wahrscheinlich gewesen ist. Und aus diesem Stoff ist ein Musical entstanden, damals mit Yul Brynner in der Rolle des Königs und Deborah Kerr als Anna Owens, wie sie im Musical genannt wird. Das Musical selbst habe ich mir angeschaut. Ich habe es jetzt tatsächlich nicht in meiner Sammlung, weil ich es zwar in Ordnung fand, aber ich habe keine enge Bindung daran. Ich fand es okay, aber es hat mich jetzt auch nicht so vom Hocker gerissen. Ich habe es natürlich erst später gesehen als Erwachsener. Als Kind habe ich tatsächlich etwas anderes gesehen, nämlich das hier, was mir vielleicht den Blick aufs Musical auch so ein bisschen verstellt hat. Denn das hier ist eine Fernsehserie. Diese Fernsehserie ist aus dem Jahre 1972. Sie hat auch Yul Brynner in der Titelrolle, der König von Siam halt, aber nicht mehr Deborah Kerr, die im Musical agiert, sondern die Schauspielerin Samantha Egger als Anna Owens, die ihre Rolle tatsächlich auch sehr schön ausfüllt.
Das ist jetzt aber tatsächlich eine Fernsehserie. Wir reden hier von 13 Episoden, à 25 Minuten. Und tatsächlich mehr existieren auch nicht. Das ist also eine sehr kurze Serie. Ich habe, wie gesagt, im Vorfeld recherchiert, um was über die Serie rauszufinden. Und ich fand es sehr interessant, dass sie in der Internet Movie Database überhaupt nicht gelistet ist. Man findet das Musical, aber nicht die Serie. Die Serie ist ziemlich in der Versenkung verschwunden, ist nicht besonders beachtet worden. Und das ist vielleicht der Grund, warum nur 13 Episoden existieren, es auch keinen wirklichen Abschluss gibt. Ich denke, diese Serie hat einfach nicht Fuß gefasst, im Gegensatz zu dem berühmten Musical, was davor kam, und wurde dann ziemlich schnell wieder eingestellt nach 13 Episoden, was ja damals allerhöchstens eine halbe Staffel war. Wir reden ja damals von Staffeln, die typischerweise über 24 bis 26 Episoden verfügten. Also wahrscheinlich kein besonders erfolgreiches Unterfangen. Vielleicht am Fahrwasser des berühmten Musicals halt erschienen, aber nicht wirklich fortgesetzt. Ich stelle es hier vor, weil diese Serie als Kind mir sehr gut gefallen hat. Ich habe sie als Kind schon geliebt. Als Erwachsener gefällt sie mir mindestens nochmal so gut. Warum? Dazu komme ich gleich. Und zwar ist das hier eine Serie, die aufgrund ihres Serienformats ein bisschen mehr Zeit lässt, verschiedene Aspekte des Lebens im Palast des Königs von Siam, dem heutigen Thailand, zu beleuchten. Wir haben also Folgen, in denen der König und Anna Owens aneinander geraten, sich aneinander reiben, interessante Screwball-artige Wortgefechte durchführen, die wirklich charmant und gut geschrieben sind in dieser Serie. Und die beiden Schauspieler haben... Ich habe natürlich auch die Version mit Deborah Kerr gesehen. Hier gefallen mir die beiden Schauspieler deswegen so gut, weil sie über die Serie hinweg eine tolle Chemie zusammen entwickeln und super gegeneinander anspielen. Und es ist alles sehr humorvoll angelegt. Der König in der Rolle von Yul Brynner, der das großartig macht, geht manchmal ein bisschen over the top. Dasselbe gilt auch für einen der Nebendarsteller. Das macht aber überhaupt nichts, weil die Drehbücher so intelligent sind und so ausgewogen geschrieben sind, dass zwar beide Seiten, vor allem der König, humorvoll betrachtet werden, aber man macht sich nicht lustig über sie. Wenn es zum Beispiel ein Problem gibt, wie zum Beispiel ein Bauer, der mit dem Tod bestraft werden soll, weil er ein Ei auf den König geworfen hat und dieser sich halt in seiner Ehre gekränkt fühlt und Anna Owens als aufgeklärte Amerikanerin, die aus dem die den laufenden Bürgerkrieg zu dem Zeitpunkt in Amerika im Hinterkopf hat, und halt den Fortschritt vertritt und den König davon überzeugen will, dass das doch kein Grund wäre, eine Todesstrafe auszusprechen, dann wirkt der König zwar humorvoll, weil er halt so stoisch auf der Strafe besteht und sich über das Ei so aufregt, und Anna Owens wirkt halt aufgeklärt und klug, was mir aber so gut gefällt, und das gilt nicht nur für diese Folge, die ich gerade rausgegriffen habe, sondern auch für alle anderen Episoden, ist es so, dass die Motive des Königs, warum er die hier an dieser Stelle die Todesstrafe will oder auch in anderen Folgen, warum er etwas, eine Meinung vertritt, werden so beleuchtet, dass man auch die Motivation des Königs versteht und bei allem Humor seine Sichtweise trotzdem nachvollziehen kann. Im Beispiel mit dem Ei liegt es zum Beispiel daran, dass er befürchtet, dass, weil das Ei geworfen wurde, es sich um einen Untertan handelt, der den König, oh Schreck, nicht liebt, und er befürchtet, dass es dann, wenn das Ei geworfen wird und das nicht entsprechend bestraft wird, es halt mehrere Untertanen geben könnten, die das untereinander weitergeben, und es mehr Untertanen gibt, die den König nicht lieben, oder vielleicht irgendwann Untertanen gibt, niemanden mehr gibt, dass es niemanden mehr gibt, der den König liebt. Und davor hat er Angst, weil er für sein Volk tatsächlich, und das wird in vielen Episoden auch deutlich, das Beste will, sich tatsächlich da auch selbst in die Pflicht nimmt, und es ihm wichtig ist, dass er von, wie er von seinen Landsleuten wahrgenommen wird. Also er ist alles andere als ein stringenter Despot. Im Gegenteil, er ist eigentlich den Menschen sehr zugewandt, aber natürlich auch sehr verwurzelt in seinen eigenen Meinungen und Ansichten und kommt aber immer von einer Motivation her, die verständlich und auch wohlmeinend ist. Und das ist das Schöne an dieser Serie. Man bekommt die Standpunkte serviert, nichts wird ins Lächerliche gezogen, aber es wird mit einer spielerischen Leichtigkeit und den schon erwähnten Scrubber-Elementen transportiert, und es macht einfach Spaß. Die Schauspieler sind in ihrem Element, die Kinderdarsteller sind ebenfalls für die damalige Zeit recht gut, und wir haben auch ein wunderschönes Hauptthema von Jerry Goldsmith, das in den Folgen und am Anfang und Ende verwendet wird, das diese spielerische Stimmung hervorragend transportiert. Und mir gefällt die Serie. Ich weiß, manche werden sie nicht kennen, viele werden sich nicht dafür interessieren, viele werden sagen, hey, es gibt doch das Musical. Ich persönlich mag diese Serie, bin mit dem Musical nie warm geworden, und das ist halt Teil meiner Kindheit und hat auch viel in mir bewegt, was so den Umgang der Menschen miteinander angeht. Respektieren wir doch die Standpunkte des anderen. Seien wir tolerant.
stellen wir doch einfach mal in Rechnung, dass andere Leute vielleicht, auch wenn sie eine andere Meinung haben, als wir ihre Gründe für diese Meinung haben und versuchen wir das zu verstehen. Also eine großartige Serie in den Werten, die sie vermittelt und einfach auch ein Spaßfaktor. Das waren meine drei Serien für dieses Video. Das 80er-Jahre-Video hat mir Spaß gemacht und ist auch eine Zeit, die mir selber sehr nahe ist. Und ich habe hier oben noch einiges stehen, was ich vorstellen kann. Ich habe mal hinter mir ein bisschen was aufgestellt. Wie gesagt, wie ich am Anfang sagte, wenn der Wunsch besteht, dass ich noch mehr davon mache, sagt es mir ruhig in den Kommentaren. Wenn ihr mir gar nichts schreibt, mache ich wahrscheinlich auf jeden Fall noch mehr. Also wenn ihr es nicht wollt, sagt es mir bitte. Gut, das war's für dieses Video und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit von meinem Gelaber und sage natürlich wie immer am Ende, Kissiki.